Hallo Leute und herzlich willkommen bei meinem Ersatzprojekt zu Zelda Twilight Princess. Nachdem ich bei diesem Spiel keinen Sound mehr habe, habe ich mir gedacht, ich pausiere das Ganze und starte dazu etwas Neues, nämlich Deus Ex Human Revolution. Genau. Das Spiel ist ja, ich glaube, vor einem Jahr erschienen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall die Vorgeschichte zum normalen Deus Ex, so quasi der Reboot zu der ganzen Serie. Und wir starten ein neues Spiel. Wir haben drei Schwierigkeitsgrade. Wir haben Hobby, das easy ist, normal ist normal, Deus Ex ist schwer. Wir spielen auf normal. Und ich würde mal sagen, viel Spaß beim Intro zu Deus Ex Human Revolution. Ist alles vorbereitet? Fast. Was soll das heißen? Fast. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendesatelliten sind bereit, wenn wir sie brauchen. Ein paar unruhige Wochen und die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, wenn etwas mehr Zeit... Nein. Mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Seraph zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Seraph das möchte. Außerdem können wir nichts tun, bis unser Biochip fertig ist. Sagten Sie nicht, er wäre fast fertig? Es war schwieriger als erwartet, die richtige Nervenschnittstelle zu finden. Dank David weiß ich aber inzwischen, wo ich suchen muss. Und in Washington versammeln sich heute Abend die Massen weiterhin vor dem Kapitol. Sie fordern, dass der Kongress die Veränderung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers strikt reglementiert. Dies ist eine Reaktion auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Seraph, sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, human kontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wissenschaftler von Seraph Industries treffen morgen in Washington ein, um ihre Aussagen zu untermauern. Aber heute Abend? Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Bei allem Respekt, Major. Ich will, dass zwei Sicherheitsleute uns erwarten. Auf dem Vorfeld. Nein, wir gehen nicht durch den Terminal. Viel zu gefährlich. Ja. Freut mich, dass Sie das verstehen. Gute Nacht. Idiot. Stimmt was nicht? Bei mir ist alles klar. Aber wenn Sie weiter so an der Kette ziehen, Dr. Reed, wird sie noch reißen. Komm schon, Mac. Du hast schon öfter deine Forschung verteidigt. Das war was anderes. Damals ging's nur um Theorien. Aber diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Wie Kepler. Wie der Stein von Rosette. Und wo liegt das Problem? Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Megan, unser Flug nach DC geht in... Adam, Sie sind auch da. Gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erst mal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Komm, ich gehe ein Stück mit dir. Ja, der nette Mann im Trenchcoat, das sind wir, Adam Jensen. Und ihr seht schon, es spielt in einer Science-Fiction-Welt, ähnlich so wie Blade Runner. Und es geht einfach darum... David wartet, Adam. Wir sollten aufbrechen. Ja, meine Liebe. Es geht einfach darum, Menschen, denen Gliedmaßen fehlen, das kann man in dieser Welt alles ersetzen, sprich Arme, Beine, Augen. Und das wirft politische Fragen auf. Ist es korrekt? Ist man dann noch menschlich? Und um diesen ganzen Zusammenhang dreht sich das Spiel.
Eine Topfpflanze. Und wir können hier diese PDAs lesen. Washington bereitet sich auf historische Anhörung vor. Die Polizeikräfte rechnen morgen mit massiven Demonstrationen auf der National Mall. Bereits heute reisten zahllose Demonstranten in Bussen an, die dem Aufruhr der Humanitätsfront gefolgt waren. Zur Debatte steht ein angeblicher Durchbruch in der Humanaugmentierung, die von Dr. Megan Reed, der Frau da vorne übrigens, und ihrem Forscherteam bei Serif Industries gemachte Entdeckungen deutet darauf hin, dass die Verbindung zwischen menschlichem Gewebe und mechanischen Elektroden durch adaptive DNS-Verschmelzung gestärkt werden kann. Diese Entwicklung könnte dem Einsatz des Neuropozyns, eines äußerst kostspieligen Medikaments, das exklusiv von Versalif hergestellt wird, unnötig machen. Sollte diese Entdeckung bestätigt werden, könnte dies die Kosten für Augmentierungen beträchtlich senken. Ja, Mrs. Reed, gleich. Deren gesundheitliche Risiken minimiert und damit zu einer weitgehend Liberalisierung der umstrittenen Technologie führen. Die Augmentierungsgegner wollen den Einsatz der Technologie hingegen aus ethnischen und moralischen Gründen verbieten lassen. Ja, um das geht's. Das ist mein persönlicher Rechner. Du sollst dir angewöhnen, deinen Computer zu sperren, Mac. Ich weiß. Frank sagt mir das auch ständig. Anmerkung, ich rufe mich an. Megan, Schatz, warum gehst du nicht ans Telefon? Ich hab's da aus dem Büro versucht. Ich bin der Dame im Empfang bestimmt 1 Million Nachrichten hinterlassen. Sind die nicht, David, wa? Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Als du mit Adam zusammen warst, wusste ich wenigstens, dass er dafür sorgt, dass du genug isst. Hast du vielleicht einen neuen Mann gefunden, der sich um dich kümmert? Oder vergräbst du dich wieder mal in Arbeit? Wie die Mutter, so die Tochter, was? Aber im Ernst, ruf mich im Labor an. Ich will nur wissen, ob du okay bist. Mom. Gut, hier können wir haufenweise... Hör auf, meine E-Mails zu lesen. Verzeihung! Dann lese ich halt nicht mehr E-Mails. Okay, wir waren mal mit ihr zusammen. Warnung. Zugang nur für autorisiertes Personal. Das ist ein cooles Labor. Was hast du vorhin gemeint, Mac? Worauf bist du gekommen? Vergiss es. Ich bin nur etwas nervös. Sollte ich vielleicht etwas wissen über dieses Labor? Über Serif? Megan! Warte hier. Wir haben immer noch biochemische Fluktuationen auf den künstlichen Durchflusszellen. Okay. Aber die verstärkten Neuropeptiden aus dem Pellet-Cluster könnten unsere Kalibrierung stören. Stimmt. Sehe ich mir gleich an. Ich fasse es nicht, dass du nach David gefragt hast. Du warst lange genug hier, um zu wissen... Eric! Sie weichen mir doch nicht aus, oder? Das würde ich nie tun, Dr. Reed. Ich glaube, ich weiß, warum Declans Messwerte abweichen. So viele Peptide? Ich denke, die Auflösung des Glia-Gewebes nach dem Splicing des Repressor-Proteins ist die Ursache. Mit einem besseren Zytometer... Könnten wir eine genauere Messung vornehmen, die Ihre Theorie bestätigt? Ich werde mit David darüber reden. Wenn er es bei Page Industries bestellt, kriegen wir vielleicht einen Kaffeeautomaten dazu. Du machst dir zu viele Gedanken, Adam. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium arbeiten. Wir sind nicht alles Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten, Bauarbeitern. Verdammt! Vorsicht, Eddie. Die Kisten sind mehr wert als dein Geld. Schon gut, schon gut. Nia, sind sie soweit? Für Washington. Ha. Ah, Dr. Reed. Das ist General O'Neill. Dr. Sevchenko sagte mir, Sie machen Fortschritte mit dem Taifun. Ja, vor allem dank Vasili. Wie ich schon sagte, Sir, der Taifun hat ein modifiziertes Kampfchassis, das auch ich benutze. Allerdings habe ich das Design verbessert und verwende als Treibladung für die Stahlkugeln Mikroladungen. Und das Rückstoßproblem? Ist gelöst durch kinetische Ableiterwiderstände. Hier, sehen Sie. Fangen Sie an. Wann ist das System fertig? Ich muss leider los. Aber Vasili hat alle Details, General. Wir müssen noch an der Präzision des Taifuns feilen. Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingern begeistert. Du willst es nicht verstehen. Rüstungsaufträge sind notwendig. Aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung. Für alle Menschen. Das predigt David schon seit Jahren. Ja, alles nur Gerede. Er ist ein guter Mensch. Gib es zu, Adam. Ein Teil von dir mag ihn. Ich mag jeden, Dr. Reed. Ja, klar.
Wohin musst du? Dianes Büro. Sie braucht einen Schlüssel, damit sie Kubrick Gassi führen kann. Er ist ziemlich groß geworden. Wirft ständig meine Pflanzen um. Hat er die Vase schon geschafft? Ich habe sie weggestellt. Und ich habe den Garten eingezäunt. Wie du es immer machen wolltest. Ja, ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid. Mir auch. Und nicht nur das. Adam. Da ist etwas, das... Guten Abend. Pritchard. Na, alle bereit für die Reise? Da ist Farida. Ich sollte mich beeilen. Wir sehen uns am Helipad, Adam. Sicher. Hab ich Sie unterbrochen, Jensen? Ist die Firewall schon repariert? Man kann eine Firewall nicht reparieren. Man sucht die Hintertür und verriegelt sie. Und, ist sie verriegelt? Ja, ist sie. Wollen Sie wissen, wie? Oh, Moment. Ich vergaß. Ex-Bulle. Sie würden es nicht verstehen. Ex-Ward. Und Sie wären überrascht. Hat Sarah Sie auch herbestellt? Athena. Ich soll ihr zeigen, wie man die implantierten Ordnungsgeräte unserer Wissenschaftler überwacht, falls ihre Sicherheitspläne in Washington nicht ausreichen. Sie werden. Gentlemen, schön, Sie beide zu sehen. Gehen Sie gleich rein, Adam. Er wartet schon. Das ist der modernste GPL-Tracker, den es gibt. Er sendet alle 10 Schritte. Mir ist egal, was es kostet. Ich will Hugh Darrow in Washington an meiner Seite. Der Mann kommt nicht einfach so. Er ist Nobelpreisträger. Die Senatoren lieben ihn, Lyle. Die Anhörungen werden mit ihm viel reibungsloser verlaufen. Morgen ist ein großer Tag für uns. Ist alles vorbereitet? Ja, Sir. Die Capitol Police bringt uns zum Hill und dann übernimmt der Federal Protective Service. Gut, gut. Wie hält sich Ihr Mädchen? Sie ist nervös. Sie muss denen nur ihre Forschungsergebnisse zeigen. Hat sie es Ihnen erklärt? Wissenschaft ist nicht gerade meine Stärke, Boss. Es ist unglaublich. Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Hugh Darrow je zustande gebracht hat. Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. An alle Laborleiter, bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug nach unten. Kennen Sie den Code? Ja, 0451. Was ist da los? Athena, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. Ja, Sir. Okay, Leute, da geht's los in Deus Ex Human Revolution. Es gibt Probleme im Labor. Und der Kerl hat ein ziemlich geiles Büro, ey. Und einen ziemlich geilen Ausblick. Kann ich mit dem nochmal reden? Wir müssen wissen, was da los ist. Nehmen Sie meinen Aufzug. Okay, ich nehme deinen Aufzug. Der Code lautet 0451. Ja, ich bin auf dem Weg. Da kein Stress. So, 0451. Ha, geht doch wunderbar. Ich hoffe, da unten hat nur jemand irgendwie Kaffee ausgeschüttet über den Terminal. Pritchard, wo ist Meg? Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in dem Mikrochemielabor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie sich Kontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intellicams reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo eine Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen! Schnell! Aha, das Rauschspiel. Waffe. Pritchard! Okay, irgendwas ist ja ganz, ganz, ganz faul. Tutorial verfügbar, Navigation. Nee, brauche ich nicht. So. Oh. Erdbeerwasser, lecker, lecker, lecker. Das gibt's also in der Zukunft zu trinken. Labor 22. Oh, da brennt's. Da ist jemand eingesperrt. Oh. Scheiße, der ist tot. Sprinkler läuft auch. Okay. Kann schon mal nicht so schlecht sein, wenn der Sprinkler läuft. Was ist hier vorgefallen? Nochmal ein toter Wissenschaftler. Also ein Geräteausfall sieht bei mir anders da aus. Sind die erschossen worden, oder wie? Er will mich umbringen! Da schießt doch jemand! Oh! Alter Schwede, der hat Augmentierungen. Okay, gut, dass er sich nicht um mich kümmert. Kann ich da vielleicht irgendwas... Ne, kann ich nicht. Ich dachte schon, da könnte ich irgendwo rein. Ich gehe mal durch die Feuertür. Objekte bewegen.
muss ich doch mal ganz kurz reingucken. Objekte bewegen. Einige Umgebungsobjekte können aufgehoben und bewegt werden. Schön, da sieht man also einen kleinen Film dazu. So, nehmen wir mal die Kiste auf die Scheite, mach die Luke auf. Und mach die Luke auch wieder zu, nicht dass mir irgendwas nachhoppelt. Man weiß ja nie. Ich sag nur Half-Life. So, machen wir mal wieder auf. Okay. Da war doch gerade irgendwo der große Kerl, oder? Der ist doch von hier raus. Ja, der ist hier raus. Oh mein Gott. Gute Schlauchpflanze, so stelle ich mir auch in die Wohnung. Ah, mit rechter Maustaste kann ich mich an Objekte festkleben. Okay, jetzt kann ich Wand wechseln. Und von Cover zu Cover spielen, das ist schon mal gut. Ich gehe mal hier in die Hocke, ich bin mal vorsichtig. Fehlfunktion des Armes. Oh Gott, hier brennt alles. Warum ist hier keiner? Ah, da oben. Oh, die sind bewaffnet. Was sind das für Kerle? Warum greifen die uns an? Ich habe schon einen coolen Trenchcoat. Da könnt ihr sagen, was sie sagen. Okay, den habe ich erwischt. Okay, das erste Feuergefecht ist überstanden. Das war gar nicht so schwer. Kann ich. Ah, ich kann seine Waffe nehmen. Das ist schon mal praktisch. Zieh dich mal weg. Was ist deine Waffe? Du hast keine gedroppt. Das finde ich auch nicht schön. Ah, der Bürostuhl. Oh mein Gott, nein. Gibt es hier noch was zu finden? Die ganzen Röntgenbilder mit der Augmentierung. Jetzt also. Ich einfach mal weiter. Wir werden auf jeden Fall angegriffen von der Spezialeinheit, wie das aussieht. Nachdem der Große schon eine Gatling-Gun als Arm hatte, ja. Töten sie mich nicht? Ach du Kacke, steht noch einer. Da steht ja noch einer da drin. Besonders keine Wissenschaftler, die Angst um ihre Arbeit haben. Jawohl, Sir. Aber, liebe Leute, wie es jetzt weitergeht hier bei Deus Ex Human Revolutions, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich sage immer, stay tuned and so long.